Das ist er also, der jüngste und vorerst letzte Neuzugang bei der Eintracht. 1,5 Millionen Euro Ablöse schwer und mit dem klangvollen serbischen Namen. Slobodan Medojevic. Das ist schon ein bisschen schwer zu sagen. Medo Reich, das ist mein Spitzname. Slobodan Medojevic also, Spitzname Medo. Defensiver Mittelfeldspieler, 23 Jahre alt, zuletzt 3 Spielzeiten beim VfL Wolfsburg. Zuvor in Serbien Vizemeister, 33 Jugendländerspiele und Kapitän der U23. Nun wollte er zum Transferschluss unbedingt an den Main wechseln. Weil ich denke, dass die Mannschaft hat ein Riesenpotenzial. Und ich bin sehr froh, dass ich hier bin, in so einem Verein mit so einer super Tradition. Und ich bin froh, dass ich könnte hier unter diesem Publikum spielen, weil ich habe schon ein paar Mal hier gespielt und die Unterstützung von Fans ist Wahnsinn. Mit Alexander Ignjovski hat Medojevic bereits in den Jugendnationalmannschaften gespielt. Die beiden verbindet eine gute Freundschaft. Marco Russ, Makoto Hasebe und Alexander Matlung kennt er aus der gemeinsamen Wolfsburger Zeit. Das Aufeinandertreffen beider Teams vergangenes Bundesliga-Wochenende verfolgte er von der Tribüne aus. Ja, das war schon ein schwieriges Gefühl, weil ich habe in Wolfsburg schon 2,5 Jahre gespielt. Das war eine super Zeit für mich. Aber wie habe ich gesagt, ich habe so eine Entscheidung getroffen, dass ich wollte hier kommen und für diese Mannschaft spielen. Und das war schon ein bisschen schwer für mich, so ein Spiel zu gucken. Aber am Ende war für mich die gute Ergebnis, weil war unentschieden am Ende. Aber die beiden Mannschaften haben ein super Spiel gemacht. Beim 2:2 in Wolfsburg hat sich allerdings Stürmer Nelson Valdez das Kreuzband gerissen und fällt mindestens ein halbes Jahr aus. Obwohl derzeit auch Rechtsaußen Stefan Aigner noch angeschlagen fehlt, hat die Eintracht trotz anderweitiger Überlegungen keinen weiteren Offensivspieler verpflichtet. Wir haben sehr lange überlegt, wir haben uns die Entscheidung nicht einfach gemacht, aber wir haben einfach gesagt, es kommt jetzt wieder Aigner zurück. Ich hoffe, dass Katlic mit dem Tor wieder das Selbstvertrauen bekommt, dass er und seine Leistung anknüpft, die er schon hier eindeutig bewiesen hat. Und natürlich auch mit Meier kommt ein Spieler zurück, sodass wir gesagt haben, wir vertrauen jetzt erstmal auf dem Personal, was wir haben und geben der Mannschaft das Vertrauen. Deswegen haben wir Abstand genommen. Nach der Länderspielpause trifft die Eintracht kommende Woche zu Hause auf den FC Augsburg. Dann vielleicht schon mit Slobodan Medojevic auf dem Platz, der bei den Adlerträgern einen 3-Jahres-Vertrag unterschrieben hat.